Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Overwatch hier auf CSGO. Ja, wie soll es auch anders sein? Ja, wir sind auf das 2. Das Suspect ist wieder am Start. Ja, hat aber gerade irgendwie nicht so wirklich Lust. Ah, jetzt hat er's. Bisschen AFK am Anfang. Okay, bleibt schon wieder stehen. Was macht er? Kurz ein bisschen was in die Tasten flamen oder was? Okay. Hat sich eine schöne Abgesägte hier besorgt. Aber ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn die Leute am Anfang mal ein bisschen länger stehen bleiben. Könnte ja schon sein, dass da ein bisschen was eingestellt wird, man weiß es nicht. So, wir achten mal jetzt drauf. Vorne auf lang kommt einer. Okay, wurde angesagt. Ist auch ganz klar, dass auf lang was los ist. Einer ist noch übrig. Ist, glaube ich, bei den Double Doors oder geht nach Mitte. Ja, ist auf Mitte. Catwalk haben wir gerade. Versucht jetzt über Short. Da hat er jetzt einen Mate rausgeholt. Ist also bekannt. Wow. Das nenne ich mal einen schicken Flickshot. Ja. Kann man machen. Aber das gucken wir uns mal weiter an. Und er bleibt schon wieder stehen. Ja, das ist immer eigentlich ein relativ schlechtes Zeichen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich sowas sehe, da wird man dann immer ein bisschen aufmerksam, ne? Okay, was macht er jetzt? Stellt sich da mein Messer in der Ecke und guckt ein bisschen. Ey, das ist schon wieder ein One-Tap gewesen, ne? Und schon wieder ein Headshot. Also wie der schießt, ist wirklich schon eine harte Sache hier. Ja, da hast du Spaß, ne? Das hat gepflegt, ich hab's doch gesehen. Auf jeden Fall. Ja, Kollege Mate hier, das sieht nicht gut aus für dich. Das war ein Flick, der war auf jeden Fall nicht mehr ganz in Ordnung. Aber jetzt will ich mal richtig was sehen. Oder machen wir die Kiste zu, ja, würde ich sagen. Na, vielleicht spielt er jetzt wieder komplett legit. Hat man ja manchmal. Na, die Mates, die räumen auch schon mal ein bisschen auf hier. Wie sieht's denn mit den Stats aus? So, er ist dritter Platz. Ja gut, ist auch noch relativ früh. Je nachdem natürlich mal, wo die Gegner hinkommen, hat man nicht die beste Chance, alle rauszunehmen. Okay, ja, das war jetzt nicht unbedingt super verdächtig. Er weiß aber sofort, dass er von da kommt. Oh, eine Sniper. Na, das ist immer schön. Schön mit der Awe. Ich finde, bei der Awe sieht man es immer am besten. Und er ist schon wieder am Anfang AFK. Gut, das ist eine klare Sache. Das ist auf jeden Fall eine Spielbehinderung. Ich denke mal, nachdem ich das jetzt gesehen habe, er wird wahrscheinlich ein bisschen mit seinen Mates rumflamen. Irgendeiner bringt nicht die Kills. Ja. Also, für die Kiste können wir ihm auf jeden Fall Spielbehinderung geben. Der Kollege jetzt mit der Auto-Noob. Hat einen Bot rausgenommen. Okay, gut. Jetzt soweit erstmal nicht verwunderlich. Kann man machen hier. Das war jetzt nicht so suspicious hier. Ah, Killer nochmal Mate. Okay. Der Taser die Treppe. Ja, kann man machen. Warum nicht? Die hat es verdient, verdammt. Wir wissen es. So, er geht mit Mist. Ui! Uiuiui. Okay, also wenn er einen Warlock hat, dann hat er einen ziemlich beschissenen an. Weil da rennt man dann so nicht rein. Vor allen Dingen mit Messer dann nicht. Drei Mann auf lang. Könnte ein Push werden. Und das wird ein Push. Nee. Also das hätte er mit dem Warlock gesehen. Das haben wir ja auch sofort hier gesehen. Glaube ich eher nicht, dass er einen hat. Und es kommt schon wieder drei, oder? B wird auch gepusht. Die gehen, glaube ich, in die Tunnels, oder? Na. Nee, ja doch, einer geht rein. Und er wird gemessert von seinem Mate. Er ist, glaube ich, nicht der beliebteste da. Kann ich verstehen. Und steht blöd an der Tür und wird gekillt, ja. Ich gehe mal davon aus, das ist kein Pre-Mate-Team. Die Jungs, die können sich gar nicht ab. Okay, jetzt wird er ordentlich geboostet.
Und... Oh, das war eine heiße Kiste. Er hat einen Negev. Ja. Dann zeig mal. Ah, wir haben Step gehört. Okay. Gut, der erste, der war ein bisschen seltsam. Zweite, ja, hätte ich auch so gemacht. So, ja. Der letzte Gegner ist auf A. Ja, komm. die haben da echt mehr mit den eigenen Mates zu tun, als mit den wirklichen Gegnern. Okay, kann man so machen, um sicher zu gehen, dass man da jetzt nicht überrascht wird, wenn man rausstürmt. Jetzt ist auf jeden Fall A angesagt. Ja, schmeißt den Negev. Nö, nee, macht. Okay. Das war ein ziemlich kurzes Overwatch, aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, also der Mate, Zielhilfe, nope. Sichthilfe auch nicht. Anderweitige externe Hilfen können wir streichen, was er auf jeden Fall gemacht hat. Richtig schön mit der Awe sein Teammate weggeschmiert. Gut, wurde nachher auch ein bisschen gemessert, aber ich denke mal, das hat er dann auch verdient. Aber ich hasse das so sehr, wenn man solche Leute im Team hat, ja. Die dann einfach irgendwie schlechte Laune haben und wenn man nicht gerade mal den besten Kill abliefert, dann sofort hier, ja, die Mates killen, ne? Kennt wahrscheinlich jeder. Das können wir ihm auf jeden Fall geben. Ich hoffe, ja, dafür kriegt er auch eine kleine Auszeit. Vollständig gekickt wieder für sowas natürlich nicht. Also Hex habe ich nicht gesehen. Deswegen Griefing, da sind wir dabei. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Alles klar, bis dann. Tschüss.